Herzlich willkommen zurück hier bei Marx & Brothers. Die meisten Länder Europas sind jetzt in einer Art Lockdown, Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre. Jetzt muss man sich überlegen, welche Handlungsalternativen haben denn die Regierungen? Denn natürlich ist eine Entscheidung nie alternativlos. Es gibt Alternativen und die wollen wir in diesem Video betrachten. Also bleibt dran. Erstens kurz vorweg, wir sind natürlich hier ein Kanal, der sich um Finanzen kümmert, aber hier sehen wir zumindest ganz klar ein Primat der Gesundheitspolitik. Ja, also man muss hier auf jeden Fall lieber mal ein paar tausend Euro an der Börse verlieren, aber dafür ein paar Leben retten. Das ist zumindest unsere Meinung. Deswegen sollte da ein Primat drauf sein. Aber es ist natürlich nicht alternativlos und man kann das von unterschiedlichen Richtungen sehen. Und natürlich ist es wichtig, dass die Wirtschaft auch am Laufen erhalten bleibt, denn wenn die Wirtschaft langfristig abgewürgt wird, dann wird es zu Versorgungsengpässen kommen, was Strom angeht, was Nahrungsmittel angeht, was Medizinversorgung angeht, und das ist natürlich auch absolut nicht, was gewünscht ist. Die erste Handlungsmöglichkeit war natürlich präventiv vorzugehen. Ich habe dazu ja viele Videos gemacht. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Ich habe es aber hier nochmal aufgelistet, aber gehen wir direkt mal weiter in den nächsten Punkt rein. Deutschland hat jetzt praktisch drei Möglichkeiten oder hatte zumindest vor ein, zwei Wochen drei Möglichkeiten, nämlich Beschränkungen light oder einen wirklich krassen Lockdown oder das dritte, man lässt es laufen. Und verschiedene Länder haben unterschiedlich gehandelt. China ab Mitte Januar hat praktisch einen Lockdown light in bis Anfang Februar einen kompletten Lockdown gebracht. Die USA lässt es in manchen Gegenden laufen. Also angeblich gibt es jetzt Spring Break in Florida, wo noch eben keine krassen Ausgangssperren gibt, während es in New York doch stärkere Beschränkungen gibt. In Italien auch dieser komplette Lockdown und in manchen anderen europäischen Ländern ist es eben noch eher eine Ausgangsbeschränkung. Ich glaube, die Länder, die solches laufen lassen, wählen, wie zum Beispiel vor einer Woche die USA, Großbritannien oder auch die Niederlanden, werden so unter Druck kommen, einfach durch eine komplette Überforderung der Gesundheitssysteme und durch sehr viele Tote, dass die Bevölkerungen in diesen Ländern es nicht mehr akzeptieren wird und für deutlich stärkere Maßnahmen dann plädieren wird. Und dann muss die Wirtschaft praktisch von 100 auf 0 abgebremst werden, was sehr, sehr schwierig ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Strategie, die ja teilweise in den USA und England gefahren wurde, politisch nicht durchsetzbar ist. Und in England gibt es ja jetzt schon ein massives Umdenken und in den USA zumindest ein teilweises und auch in den Niederlanden ein teilweises Umdenken. Die andere Möglichkeit, so eine Art Beschränkungen light, kann man leichter umsetzen. Es gibt sicherlich auch viele Befürworter, also praktisch diese Situation, die wir in Deutschland vor so ein, zwei Wochen hatten. Allerdings ist es schwer, diese Situation über drei Monate hinaus beizubehalten. Deswegen ist das Risiko da, dass dann nach drei, vier Monaten dann doch die Stimmen entweder politisch stärker werden, die sagen, man soll es laufen lassen, oder dass sich einfach immer weniger Menschen daran halten und es deswegen praktisch dadurch zu einem wieder laufen lassen kommt, was wiederum mehrere Monate später umschlagen könnte. Kurzum, wenn wir hier über solches Virusgeschehen und die Folgen und die Handlungsalternativen nachdenken, muss man sich immer ein bisschen auch mit Psychologie natürlich beschäftigen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir einen harten Lockdown, wie es etwa jetzt auch in Deutschland durchaus praktiziert wird, nicht unbedingt eine komplette Ausgangssperre, die kann noch ein bisschen verstärkt werden, dass man sagt, bitte nicht jeder zur gleichen Zeit einkaufen, sondern jeder darf nur an einer bestimmten Stunde am Tag einkaufen. Also man kann hier natürlich noch ein bisschen was verstärken, aber ich glaube, Deutschland ist jetzt momentan dabei, einen guten Weg zu gehen. Und danach sind wir der Meinung, mit meinem Bruder Henning haben wir das ja analysiert, dass es wirklich innerhalb von den nächsten 15 Tagen es kaum mehr Neuansteckungen geben wird in Deutschland, zumindest prozentual gesehen. Von den Gesamtfällen wird das Ganze vielleicht dann auf unter 1% Neuansteckungen fallen. Also natürlich wird es dann jeden Tag noch 50, 100, 150 Neuansteckungen geben, aber im Groben wird die ganze Sache wahrscheinlich in 15 bis 20 Tagen im Griff sein. Das hoffen wir, daran glauben wir aber auch. Und dann ist die Frage, was kommt danach? Und ich glaube, das wird im Moment noch zu wenig diskutiert und zu wenig kommuniziert. Was klar ist, wir wissen nicht, ob es noch zwei Wochen dauert, dieser Lockdown, oder vier, fünf. Aber es wird schwer sein, es sehr, sehr lange durchzuhalten. Wir glauben aber, es sollte auf keinen Fall dann ein Umschwenken in Laufen lassen und alles wie vor zwei Monaten
kommen, sondern ich glaube, die sinnvolle Handlungsalternative ist dann eben eine neue Vision von einem Leben nach diesem Lockdown jetzt schon zu diskutieren. Und ich glaube, diese neue Vision muss sein, ja, wir müssen weiterhin, solange zumindest in Europa viele Länder stark betroffen sind, auch wenn die Zahlen in Deutschland sinken, eine gewisse Grenzsicherung durchführen bzw. Kontrollen. Was man sich da vorstellen könnte, ist, dass man Coronavirus-Schnelltests an den Grenzen durchführt und somit relativ schnell und hoffentlich mit einer größeren Verlässlichkeit dann Verdachtsfälle rausfiltert. Dafür bräuchte man natürlich sehr viele sinnvolle und hochqualitativ hochwertige Anlagen, zum Beispiel von Roche oder anderen, um nämlich nicht nur Schnelltests durchzuführen, sondern diese Tests auch mit einer hohen Verlässlichkeit durchzuführen. Es bringt ja nichts. Es gibt ja teilweise Schnelltests, die 80% falsche Ergebnisse liefern. Das bringt dabei dann nichts. Zweitens, es wird eben kein Zurückgehen hier auch in Deutschland zur alten Normalität geben, sondern es werden weiterhin wahrscheinlich die Massenveranstaltungen wie Fußballspiele beschränkt sein. Aber auch da ist es wichtig, eine Perspektive zu bieten. Zum Beispiel, dass man vielleicht sagt, okay, Fußballspiele werden wir in 3, 4 Monaten anfahren, aber nur Sitzplätze und man lässt jeweils ein, zwei Sitzplätze frei neben den Zuschauern und alle Zuschauer müssen Gesichtsmasken tragen. Das ist etwas schwer Vorstellbares, es wäre ein sehr krasser Einschnitt, aber ich denke, viele werden dann akzeptieren, dass das eine bessere Möglichkeit ist, als es noch auf Monate hinaus komplett abzusagen und auch eine bessere Möglichkeit, als einfach wieder relativ schnell zur Normalität überzugehen und dann wieder irgendwann so eine Vollbremsung hinlegen zu müssen. Also, neue Normalität. Ich gehe davon aus, dass es in 2, 3 Monaten dazu kommen wird. Und wir sehen, dass es in China ja funktioniert. Vieles anders eben als Anfang Januar. Die Restaurants füllen sich nur ganz langsam. Die Menschen laufen mit Masken rum. Es wird Abstand gehalten. Auch in den Restaurants wird Abstand gehalten. Die Büros fahren langsam wieder an. Es gibt immer noch Split-Teams. Es gibt immer noch sehr viel Homeoffice. Und ich glaube, das ist wiederum ein sehr gutes Vorbild, das wir als Vision für 1, 2 Monate in 1, 2 Monaten nehmen sollten. Und diese Vision, muss man sagen, ist natürlich ähnlich wie dieser Lockdown Light, den wir vor etwa einer Woche hatten. Also, wie gesagt, langsam sich reintasten, langsam versuchen, Normalität herzustellen, aber eben ganz anders. Nur wenn man sehr, sehr viele Tests, Massentests, Schnelltests haben kann, nur wenn man auch die hereinkommenden Menschen kontrollieren kann und nur wenn man hier genügend natürlich auch Betten und Kapazitäten praktisch noch zur Verfügung hat, dass sobald es wieder eine kleine Welle mit 1000, 3, 4, 5000 Fällen gibt, dass man diese Welle sehr schnell erkennt und komplett auch medizinisch behandeln kann. Wenn wir in 2 Monaten noch ein komplett ausgelastetes Gesundheitssystem sehen, mit praktisch alle Kapazitäten komplett ausgelastet, dann müsste man diesen Lockdown, den wir jetzt fast haben, also Lockdown Light, sagen wir mal, noch weiter aufschieben. Also das müsste man alles mit einbeziehen. Zumindest ist es meine Meinung, dass dann, wenn wir diese ganzen Punkte mit einbeziehen, langsam in 2, 3 Monaten zu einer neuen Normalität kommen. Aber klar, sowas wie Kreuzfahrtreisen und Ähnliches wird eben auch in 2, 3 Monaten nicht sinnvoll sein. Trotzdem glaube ich, dann wird mehr Leben zurückkommen und ich bin jetzt eher positiv gestimmt, dass innerhalb der nächsten 12 Monate vielleicht ein Impfstoff gefunden wird, dass innerhalb der nächsten 12 Monate auch die Kapazitäten der Krankenhäuser stark erweitert werden und dass wir, wenn wir anfangen, auch wirklich an den Flughäfen zu kontrollieren, was ja im Moment nicht gemacht wird, weil es einfach nicht vielleicht möglich ist oder weil sich niemand verantwortlich findet, aber wenn wir das anfangen, dass wir dann auch wirklich wieder mehr Reisen innerhalb Europas erlauben könnten. Ja, ganz langsam, Schritt für Schritt, ähnlich wie es in China vorgemacht wird. Das sollte natürlich auch sehr positiv für viele Bereiche der Wirtschaft nachhaltige, positive Effekte haben. Aber manche Bereiche wie Fernreisen, wie Business Travel, wie die ganze Hotel- und Restaurantbetrieb wird eben nicht mehr auf die guten Umsätze im Dezember zurückkommen. Und natürlich noch ein wichtiger Punkt, viele Klimaanlagen sollte man vielleicht schauen, ob man diese erneuern kann, dass nicht eine Klimaanlage die Luft praktisch über hunderte Zimmer in einem Hotel verteilt oder in einem ganzen Flugzeug verteilt oder über alle Zimmer eines Cruise-Schiffs verteilt, sondern dass es da mehr Filter gibt und mehr einzelne redundante Systeme gibt. Das war's von uns heute. Lass uns
eure Meinung in den Kommentaren da. Wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, an das Danach zu denken, und es wird ein Danach geben. Und ich glaube, wir sind diesem Danach gar nicht mehr so weit entfernt. In 2, 3 Monaten können wir, glaube ich, ohne Menschenleben groß zu riskieren, zu einer neuen Normalität kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.